Willkommen zurück bei Dark Souls 3. Purer Hass. Purer Hass für diesen einen Boss. Oh, hallo Honey. Tschüss, Honey. Cool, diesmal habe ich nur einen Hund. Quasi als. Ich hasse diese Hunde ohne Mist. Die rennen so behindert im Kreis einfach nur. Statt sich einfach mal abschlachten zu lassen. Oh, ja, natürlich. Geht mir doch mal nicht auf den Sack. Ich habe hier einen Boss zu erledigen, ja? Da seid ihr nur zweite Klasse. Nicht mal zweite Klasse, ihr seid dritte Klasse. The question ist. Kann ich die Hand zum Beispiel angreifen? Ich meine, die sieht ja ähnlich aus wie die Klöten von ihm. Erstmal sollen seine ganzen. Ach, die Volksleute kommen einfach nicht ran. Die wollen einfach nicht. Okay, du holst von da aus, ja? Okay. Ich darf, glaube ich, keinen Fokus haben. Na, jetzt kommt die Arschbombe. Wirklich. Schlechtes Timing. Ich bin doch, wo soll ich denn hin? Als ob der durch seinen eigenen Fuß boxt. Das war Klose. Phase 2. Here we go. So, Freunde. Er grabbt mich natürlich direkt. Ja, ist klar. Er grabbt mich schon wieder, ey. Und ich bin tot. Ich habe meine Seelen auch nicht eingesammelt. Natürlich habe ich sie nicht eingesammelt. Die liegen ja nur direkt neben mir. Junge, der geht mir so hart auf den Sack. Um mal ganz ehrlich zu sein, ja. Bisher. Der erste Boss war noch okay. Beim zweiten Boss wurde es langsam lächerlich. Aber jetzt beim dritten Boss wird es absolut absurd. Dass die sich einfach nur sofern weiterentwickeln, ihre Phase weiterentwickeln. Stempel des Todes läuft bei dir, Spiel. Dass die sich insofern weiterentwickeln, dass die einfach nur unübersichtlich werden. Also es ist nicht mal so, dass ich gerade das Gefühl habe, dass die irgendwie nicht machbar wären von ihrer Bewegung her.
sondern die entwickeln sich, also die transformieren sich quasi so, dass ein zweites Element dazu kommt. Quasi wie ein zweiter Boss. Dass man sich jetzt gegen zwei Bosse wehren muss. So kommt mir das gerade vor. Dann hat man nämlich zum einen den dicken Baum, den man sowieso schon kaum erkennt. Und zum anderen einfach nur den Arm, der, egal wo man ist, einen trifft. Das absolut behindert ist. Ich meine, was habt ihr denn jetzt davon, dass die Bosse einfach mehr werden quasi? Okay, es ist einfacher, wenn man den Boss direkt triggert. Dorfbewohner gehen nämlich nur auf den Sack gerade. Man muss, glaube ich, einfach nur nah genug an den Boss ranlaufen, damit er getriggert wird. Ohne Scheiß. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Da funktioniert's. Ich verstehe es nicht. Jetzt hat's wieder nicht funktioniert. Es ist so komisch. Oh Gott. Ja, ist ja okay. Guten Tag. Schön, dass wir uns wiedersehen. Klötenheini. Und ich komme nicht weg. Ja, grab mich. Ist okay. Hast du fein gemacht. Ach, jetzt läuft er rum. Ja, ist offensichtlich. Gibt's irgendwo irgendeine Stelle, die ich angreifen kann gerade? Das ist doch absolut behindert. Ja, jetzt kriege ich auch noch Damage, weil der da... Es ist so dämlich. So ein dämlicher Boss einfach. Ich wäre doch... Ey, wo soll ich denn bitte hindodgen? Das ist doch nicht wahr.
Ja, natürlich. So, gibt's hier irgendwo? Guck's dir an. Ich kann ihn nirgendwo angreifen. Jetzt springt er schon wieder hoch. Ich hab gleich keinen Bock mehr, ohne Scheiß. Der geht mir so hart auf den Sack. Ja, komm, Klöten weg, ey. So, was machst du jetzt, du dummes Stück Scheiße? Kann den immer noch nicht hätten. Ja, cool, deine Klöten sind down. Und jetzt? Wo hau ich dir jetzt drauf? Geil. Soll man nicht ein bisschen Arm hitten? Hinten? Hinten ist was. Ich wusste es, dass er sowas auch drauf hat. Verdammt, ich hab nicht genug Mana. Okay, so, und jetzt? Okay. Die Hand darf mir nicht zu nahe kommen. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Die Hunter darf mir nicht zu nahe kommen. Die darf mich nicht treffen. Die darf mich nicht treffen. Die darf mich nicht treffen. Ich dodge voll in den rein. Okay. Da ist am Fuß ist was. Ja, 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 bitte überlebt das! Boah, Junge! Alter! Ey, die Hälfte des Lebens von diesem Boss, ja? Ohne mich heilen zu müssen. Puh! Das war ganz schön heftig. Und am Ende hatte ich auch ein bisschen Schiss, dass der mich mit dem einen Schlag nochmal trifft. Aber irgendwie, die Bossfights sind echt knapp gerade. Alter. Puh. Uiuiui. Was haben wir denn jetzt alles eingesammelt? Ein Schlüssel. Ein Wandlungsofen macht Seelenwandlung möglich. Und das andere habe ich vergessen. Macht aber auch nichts.
Seele des verfluchten Großhals ist eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Das ist aber eine normale Seele, oder? Das ist keiner von den vier Großen. Sah jetzt zumindest nicht aus wie eine von den vier Großen. Ach ja. Ach, Gott. Entzünden wir das Leuchtfeuer. Ja, reisen wir mal zurück. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich glaube, wenn ich jetzt kurz vor Ende gegen das Vieh gestorben wäre, wäre ich geragequittet. Ohne Scheiß. Welcome, speak. Very well, then take no. Oh Gott, ey. Okay, ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr davon. Ach, mehr darf ich gar nicht, okay. Farewell, Ashen One. Den Arm fand ich trotzdem richtig behindert. That is good. What needs? Was verkaufst du eigentlich? Kann ich mir das... Verkaufst du irgendwas? Oh, cool. Ich habe keine Er verkauft gar nichts. Schade. Oh, ich habe 7000 Schattenasche hergeben. Ashen, bring me with. Is it not our sorry fate? Meinte jetzt, die hat was erzählt. Thou of that, but cordial in, and so then thy pockets will overflow. Ashen one, if my bring me with ash, I'll fashion new. Is it not our sorry fate? Okay. Gracious. Passing let this I only hope these new. Hoffe ich auch, dass die mir gefallen. Ein Schlüssel. Grabschlüssel. Immer her damit. Köder, Glut, Arzbündel, fügt ein Feuer hinzu. Feuert einen Seelenwurfpfeil. Okay, okay, eine Fackel, ist klar. Okay, die verkauft jetzt anscheinend die Waffen. Anstatt dem Schmied. So viel Geiles ist da jetzt aber nicht wirklich dabei. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir nochmal zurück zu der Untotensiedlung. Wo wir, bei dem... wo die Ratten sind und gucken mal, dass wir da den Weg noch entlang gehen. Ne? Da war ja noch was. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.